Einfach weil es ziemlich cool ist, wenn wir so einen Wald drum gebaut hätten. Ne? So. Dann ist das unser Rathaus. Weißt du, so ein schönes Rathaus mittendrin. Mit so einer kleinen Parkanlage. Finde ich, sieht ziemlich geil aus. Das können wir so lassen. Den Rest passen wir natürlich daran an, ist klar. Hier zum Beispiel machen wir so einen Wanderweg da rein. Aus den Handwerker-Dingens. Erstmal ganz kurz hingehen, Rohstoffe holen. Mal jetzt erstmal hier oben hingehen nochmal. Das machen. Dann so machen, dann können die mich schon mal bauen. Dann laden wir hier schon mal Holz auf. Eins. Zwei. Erwarten neue Horizonte. Drei. Vier. Ein neuer Auftrag. Fünf und sechs und sieben. Und der achte nimmt sich Holz mit und Stahl. Flotte bereit. Ihr alle geht da oben hin zum Wegliefern. Ihr könnt ruhig dahin gehen, weil dann nutzt gerade eh keinen Hafen. Dann sehe ich es besser, wenn die da sind. Stahl entladen. Zurück nach Ditchwater. Bereit für den Einsatz. Du hast Holz mitgebracht, das ist nett. Du kannst direkt nach da unten gehen. Alte Welt. Du kaufst dir jetzt erstmal mit Stahl. Dem größten Vergnügen. Neue Welt. Du belädst Stahl. Und gehst damit jetzt zum Kap nach Crown Falls. Expedition eben kurz zwischenschieben. Sie sind allein und suchen nach der sagenumwogenen, verlorenen Totenstadt. Diese Sagen scheinen beinahe glaubwürdig, während sie vom Rücken ihres Kamels aus in den goldenen Schimmer der Abenddämmerung blicken. Irgendwo da draußen, in diesem Ödland, hinter den gigantischen Säulen aus Basalt, könnte der Schatz der alten Könige liegen. Und dessen größter Preis, die Totenwache des Hor. Eine Statue, die den Legenden zufolge aus reinem Gold besteht und mit zahlreichen Edelsteinen besetzt ist. Sie machen Rast in einer geschäftigten Stadt, die am Flussdelta nahe des angeblichen Ortes der Gräber liegt. Eine junge Frau mit gebildetem Auftreten winkt sie zu sich, als sie sich im Nationalmuseum über den Weg laufen. Ich habe etwas gefunden, sagt sie, und ich suche eine verantwortungsvolle Person, die dem Museum helfen kann, es zu bergen. Aus Gutherzigkeit einwilligen? Nee. Ablehnt ihr dann in der Hoffnung auf einen Schatz heimlich folgen? Ja, nehmen wir das mit den meisten. Die Angst hat uns im Griff. Es war nett, sie kennengelernt zu haben. Auf Wiedersehen, sagen sie, bevor sie sich hinter einer Ecke verstecken, um ihr zu folgen. Ihnen wird bewusst, dass ihre ausländische Kleidung viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und schnappen sich deshalb einen großen Hut, mit dem sie im Getümmel dieser Stadt unauffällig bleiben wollen. Die Verkleidung funktioniert und Verkäufer, Händler und Gauner gehen an ihnen vorbei, als wären sie gar nicht da. Die Historikerin führt sie zu einem ausladenden Komplex aus besäulten Gebäuden. Die große Bücherei der Sandhaus-Universität. Sie warten bei einem reich verzierten Pilaster, okay, auf sie und zerren sie dann in eine leere Gasse, als sie an ihnen vorbeigeht. Mein Gott. Helfen Sie mir, den Schatz zu finden. Ja, Beute. Dozentin, ich habe wohl kaum eine andere Wahl, oder? Sagt sie wütend. Nun gut, aber ich werde lieber sterben, als mit anzusehen, wie ein Dieb seine schmutzigen Hände auf die Statue legt. Sie verbirgt ihre Abscheu gegen sie und ihre Mannschaft nicht und führt sie weg von dem von ihnen verursachten Aufruhr in ein gedrungenes Haus, in dem sie eine zerfledderte, von der Zeit befleckte Karte auf einem dreibeinigen Tisch ausbreitet. Seltsame Symbole bedecken die Karte und kreuzen sich mit geschlängelten Linien, die alle zu einer Stadt führen, welche dem Kopf eines Schakals zugewandt ist. Asju, so steht es im Buch der Toten. Und hier, folge dem Bereiter der Wege, Anubis, dem göttlichen Einbalsamierer, der den Schlüssel zum Asju hütet. Wir müssen nur die Stelle finden, an der der Weg beginnt. Oh geil, den Schakal. Ja, die brauche ich, glaube ich, nicht. Die lehne ich, glaube ich, auch ab, weil ich habe hier keinen Platz für dich, leider. Also, tschüss. Ja, jetzt gleich natürlich nochmal. Ich hätte auch nein sagen können. Nee, warte mal. Lol. Okay. Ja, die werden sicherlich in einen Tempel beten. Okay, bla bla. Ein eingehendes Studium der Karte sollte den Weg offenbaren. Ja. Navigation Profi, ey.
Für jemanden mit jahrelanger Erfahrung auf See ist es kaum eine Herausforderung. Der Weg führt zu einer Oase, wo zwei bergige Gebiete aufeinandertreffen. An dieser Stelle liegt Legenden zufolge unter der Wasseroberfläche einer der Eingänge zur Unterwelt. Orangefarbene Klippen werfen sanfte Schatten über die Oase, an der sich reisende Händler, Pilger und Schatzsucher ausruhen. Sie blicken nach oben zu einer hohen Klippe und fragen sich, wohin ein so waghalsiger Sprung ins Wasser sie wohl führen mag. Springen von da oben, das wäre verrückt. Mit Bedauern kehren sie dem glitzernden Wasser den Rücken zu und machen sich auf den Weg zurück zu ihrer Mannschaft. Diese teilt weder ihre Enttäuschung darüber, dass sie die Totenschaft nicht gefunden haben, noch dämpft es ihren Enthusiasmus, als sie von den Wundern und der Schönheit ihrer Reise hört, so erfolgreich sie auch sie gewesen sein mag. Bla 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 bla. Reise fortsetzen. Zum Kulisma-Kanal. Ich weiß, die anderen Sachen hätten wir auch machen können, aber will ich, glaube ich, nicht wegen moraltechnisch. Ich weiß nicht, was sonst passiert. Heben Sie Moral in der Mannschaft und ein paar zusätzlichen Rationen. Ja, ja. Schön, machen wir das. So, dann gehen wir ab ins Cup. Genau. Denn wir haben Stahl und wir haben Holz. Also, auf geht's. Eigentlich müssen wir die, sobald wir die Möglichkeit haben, direkt aufwerten, weil die kosten dann schon ein bisschen mehr Zeug. Dass wir so früh wie möglich Investoren haben. Holz ist halt krass jetzt dran, ne? Das ist echt übel. Das Holzbefehl, den hätte ich nicht erwartet. Deine Produktion wurde angehalten. Ja. Ich hab gern überall die Finger drin. Würdest du bitte nicht? Du Arschkrampe. Handwerker, das wollte ich machen, genau. Weil das Rathaus ist schick, cool. Handwerker. Park. Gehen wir hier entlang. Da. Nee, nicht so. So. Bis da dran, genau. Heckenende. Auf beide Seiten. Machen da so einen schicken Weg. Für Fußgänger einfach, weißt du, so einfach so einen schicken Weg mittendrin. Kann man ruhig machen. Und setzen wir jetzt noch ein bisschen was dran. Wie zum Beispiel kommt da so ein kleiner Mini-Park hier nochmal rein. Zwei in jede Richtung. Perfekt. Mit einem Pavillon. Genau. Außenrum geht natürlich ein Weg. So. Machen sogar noch besser. Da kommen lieber Kreuzungen hin. Ne, nicht Kreuzung. T-Dinger. Hä, wieso hast du jetzt einen nach innen und einen nach außen gemacht? Hä, lol, da auch. Was ist das denn für ein Quatsch? So. Da dran, da dran. Geht ihr weg. Dann machen wir lieber nochmal ein Heckenende hin. Wir können natürlich auch sowas hier machen, aber es passt halt einfach nicht so gut. Weil dann hier die Wege nicht ineinander snappen, das sieht dann irgendwie scheiße aus. Deswegen lieber das Ganze beenden. Und die Wege verbinden. Das macht mehr Sinn. Ein T. Und ein T. Sehr gut. Einmal bis da hinten dran. Passt. Die setzen wir dann so dran. Einfach so mitten da rein, weißt du. Passt ja. Und da machen wir dann, nicht so. Da kommt eine Heckenkreuzung. Nee, Hecken-T hin. So, nochmal ein Heckentee. Da kommt ein Heckenende hin. Sehr schön. Die beiden hätte ich mir sparen können. Oder muss ich mir generell da sparen? Da kommt ein Tee hin. Da kommt nur
Kurven hin. Ja, Wahnsinn, ist durch gedrückt gehalten. Sehr gut. Die gehen zusammen. Weißt du, dass hier so ein Pavillon in der Mitte drin ist? Perfekt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und den Rest machen wir mit Bäumen zu. Das ist einfach so ein kleines Parkgebiet, wo sie durchlaufen können, weißt du? Ist auch nicht ganz schick. Arbeiter machen wir natürlich hier nochmal ein paar Ulmen vielleicht mit rein. Da, da, da. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. So, den Rest mit Laubbäumen. Ein Wachmeister, ja, eine Berühmtheit, gewöhnlich. Mhm. Sieht das gut aus oder eher doof? Weil ich finde es eigentlich ziemlich geil. Das Ganze muss natürlich hier auch ein Steinweg werden. Das muss auch alles ein bisschen professioneller aussehen, ist klar. Der Teufel fordert seinen Tribut. Erstmal den hier ziehen. Dann das hier und das da machen. Dann ganz kurz die Expedition, dann die Häuser ausbauen und so weiter und so fort. Ne, ihr kennt das jetzt ja. Erstmal was trinken. Hat einen Stress. Ah, schön. Also. Die Explosion hat Trümmer über den gesamten Kanal verstreut. Als ihr Steuermann vorsichtig in die kürzlich eröffneten Kulisma-Kanal einfährt, erschallt vor ihnen ein ohrenbetäubender Knall, der einen Großteil der Besatzung auf die Planken schickt. Nach dem ersten Schrecken eilt die Mannschaft auf ihre Posten, bringt das Schiff auf langsame Fahrt und kommt wenige Meter vor den brennenden Überresten eines Schiffs mit schwerer Schlagseite zum Stehen. Es wird sicherlich Tage dauern, bis alles freigeräumt ist und der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden kann. Einer ihrer Matrosen runzelt die Stirn. Ist das nicht langsam seltsam, dass der Kahn am Wasser schwimmt? Und tatsächlich, von der Schiffsbesatzung gibt es keine Spur. Ein Rätsel, das unbedingt gelöst werden will. Das Wrack auf Hinweise untersuchen. Gefechtskunde 110%, easy. Die Umgebung nach der verschollenen Mannschaft absuchen. Bleh. Die Schiffsunterlagen von der Kanalbehörde anfordern. Ach so. Ja, wir untersuchen natürlich auf Hinweise. Bemannt die Geschütze. Einer ihrer Matrosen erinnert sich, dass er das Schiff Stunden zuvor an der Einfahrt zum Kanal gesehen und sich über den eigentümlichen Schiffspropeller gewundert hat. Ihre Mannschaft macht sich inmitten der Trümmer auf die Suche nach dem Antrieb und findet ihn halb abgerissen am Heck. Er wird an Bord gehievt, wo ihn einer ihrer Handwerker untersucht. Sehen Sie die Flügel? Ein altes Modell, das nur bei einer Handvoll Schiffe zum Einsatz kam. Von dieser Größe gab es gerade mal zwei. Ich vermute, er gehört zu Innocence. Allerdings habe ich gehört, dass die Krone sie vor nicht mal 6 Monaten gekauft hat, um sie abzuwracken. Es dauert eine Weile, bis Ihnen die Tragweite dieser Worte bewusst wird. War es möglich, dass die Königin einen Anschlag verübt hat, um den Kanal zu sabotieren? Wenn die hiesigen Behörden davon erführen. Wir stehen treu zu unserer Königin. Diese Mannschaft, Menschen haben das Recht auf Erklärung. Aufklärung. Ha, Königin, hallo, ich hab Crown Falls. Zum Glück haben nur wenige Mannschaftsmitglieder diesen schrecklichen Verdacht mitbekommen. Sie alle werden sofort zum Schweigen verpflichtet. Für Königin und Vaterland. Nachdem jeder auf seinen Posten zurückgekehrt ist, schickt ihr Kapitän eine sorgfältig formulierte Depesche an Sir Archibald Blake, in der er ihn der Loyalität der Mannschaft und ihrer Unterstützung bei der Beseitigung der Beweisstücke versichert. Solch treue Untertanen wird die Königin sicherlich gebührend belohnen. Das geht wahrscheinlich in die Hose, ist mir egal. In die Savanne oder zur Heiligen Stadt? Ja, erstmal zur Heiligen Stadt. So, nochmal eine Sektflasche, gönnt euch, ab dafür. So, jetzt laden wir ganz kurz Holz aus. Ja, ja, habe ich nicht anders erwartet, Kumpel. So, raus mit dem ganzen Zeug. Alles bereit. Wunderbar. Und der letzte. So, haben wir es alle? Ein neuer Auftrag. Ja, alle durch. Dann weg. Dann können wir jetzt hier hingehen. Die aber kurz aufwerten. Ins Chaos zu bringen? Nein, jetzt gerade nicht. Auch wenn es Fotografie ist, ist mir gerade egal. Keine Zeit dafür. Sorry.
So, das ist jetzt alles fertig. Perfekt. Dann gehen wir natürlich runter. Werten erstmal ganz kurz hier die Handwerker auf. Das waren unsere Steine. Alter, ich kotze euch gleich ins Gesicht, ey. Vier Stück von euch. Gehen bitte mal nach Ditchwater. Mir kommt da gerade eine Idee. Warte, ihr vier geht nach Ditchwater. Flotte bereit. Mein Gott. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und ihr geht mal nach La Isla. So, alte Welt. Bereit für den Einsatz. Ein königlicher Hahn. Stahl. Du gehst nach Crown Falls. Quest. Selbst mit eurer Hilfe wird es... Hilfe! Mein kleines Licht erlischt. Hä? Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Okay. Erwarten neue Horizonte. Wenn du meinst, es ist fertig, ist es fertig. LOL, hier ist Zement! Ich bin so ein Dulli! Nimm den einfach mal mit. Wer weiß, ob wir den gebrauchen können. Alles bereit. Du nimmst Ziegelsteine. Und du nimmst Ziegelsteine. Flotte erwartet Befehle. Nach Crown Falls. So, Cap. Sehr schön. Ganz kurz zu dir gehen, bevor ich dich wieder vergesse. Du handelst jetzt mal ganz kurz aus, dass du hier vielleicht mal eine Schatzkarte kriegst. Genau wie sowas hier, das meine ich. Wunderbar. Wir nehmen nur Legendäre, den anderen Schrott nehmen wir gar nicht erst. Das hier wäre ein Cup, die kannst du noch zwischenschieben. Ich hätte trotzdem noch gerne eine, das ist alte Welt, will ich nicht. Wer bist du denn? Oh, Wette Charles, Kommt mir bekannt vor. Da haben wir noch eine, wunderbar. Ah, die stackt sich sogar. Hüte Schön. Dich vor Kahina. Diese Dame lächelt nie. Und weißt auch warum? Damit man ihre Fangzähne nicht sieht. Okay. Der Notfallhöhle. Nehmen wir mal so ein paar mit. Okay, einmal noch. Bis eine kommt. Ah, die im Cup machen wir auch noch ganz kurz. So. Bisschen Geld ausgegeben. Alter, 30.000, jetzt läuft! So, die im Cup machen wir natürlich zuerst. Ende der Welt. Eins unten links, das müsste hier sein. Da. Ist nicht weit weg. So. Ganz kurz hier gucken. Ja, Steine sind natürlich ein bisschen scheiße, bin ich ehrlich. Ein neuer Auftrag. Aber die sollten wir auch hinkriegen eigentlich. Ja, nicht Mehl. Steine. Die kriegen wir auch hin. Geht mal da hoch. Perfekt. Da kommt Gold. Handel Gold machen, das gibt Geld. So, dann können wir nochmal hier hingehen. Nochmal kurz ein paar Handwerkerhäuser aufklatschen hier. Braucht ihr keinen Stein? Doch, braucht ihr. Investorenhaus! Tüdelüdü. Die Taktik geht auf jeden Fall schon mal auf. Das ist super. Schön. Während wir jetzt kurz auf Stein warten müssen, weil das jetzt alles ein bisschen ungünstig ist. Gucken wir mal ganz kurz weiter. Weil das hier, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eigentlich ganz geil. So. Ein paar kleine Wanderwegen. Alles ein bisschen ordentlich. Das Rathaus finde ich sogar echt gesagt ziemlich schick. Die Segmente so einzeln gesehen sind halt ziemlich cool. Hier wäre so ein kleiner Mini-Friedhof eigentlich ganz witzig gewesen. Wenn wir so eine Kirche hinsetzen mit so ein paar Friedhöfen dabei. Also die Frage, wie wir es simulieren können mit einem Friedhof. Weil ich glaube, das können wir gar nicht als Deko auswählen, oder? Wir haben halt nur noch so ein Plaza-Zeug hier, aber das ist jetzt auch nicht viel anders. Eine Produktion wurde angehalten. Ich würde sagen, wir machen trotzdem noch mal in die Kirche hin. Ist mir egal. Weil so teuer ist die nicht.
Aber sieht cool aus. Weißt du, so ein Punkt hier zumindest. So, dann machen wir mich darum. Bisschen Plaza-mäßig. Steine. Ach, wegen Steine fehlt das. Okay. Wegen Ziegel geht's nicht. Okay. Daneben machen wir nochmal eine Hecke. Hier kommen die Bäume weg, denn da kommt ein Heckenende hin. Das ziehen wir natürlich ein bisschen lang. Das geht dann da rein. Das geht bis mindestens hier hin. Da kommt eine Ecke. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Und dann kommt da ein Weg. Die Straße hin. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Hier oben macht es keinen Sinn, noch ein Wegchen zu machen. Da würde ich doch sagen, machen wir einfach nur Bäume hin, weil hier ist parktechnisch eigentlich egal, was da ist. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, das ist auch eine gute Idee so. Machen wir hier mich zu. Ein paar Ulmen zwischensetzen. Den Rest mit Laubbäumen zuklatschen. Um ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Hier die kleine Ecke natürlich auch, ne? Ist klar. Sehr schön. Und ich hier nochmal so eine schöne Kirche mit einem kleinen, weißt du, so für die edlen Hochzeitsangelegenheiten, also die können die Handwerker dahin gehen. Dann brauchen sie diese Ortskirche hin, ich weiß so. Aber sie sind noch ein bisschen schöner. Finde ich gut. So. Hier ist jetzt das Frachtschiff angekommen mit Stahl. Das ist top. Du kannst mal zurück zur neuen Welt gehen. Nach La Isla, nach Prosperity. Tschüss. Somit haben wir die Handwerker fast fertig. Da fehlt natürlich noch hier die Ecke. Da können wir natürlich Bäume einfach hinsetzen, weil hier braucht man nicht viel Zeug. Hier diese kleinen Nebendinger, weißt du? Die sind nämlich egal. Attraktivitätslevel 1000, sehr schön. Und hier setzen wir vielleicht nochmal... Weiß ich nicht, ich würde eher nochmal ein Park hier hinsetzen oder so ein Plaza. Ist es wirklich so weit gekommen? Zeitung stand hier. Und da. Denkmäler. Okay. Dazwischen sind jetzt wie viele Plätze? Sechs, okay. 3, 4, 5, 6, bis dahin. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dann kommt das auch hier hin. Ach lol. Vor allem müssen wir ins Näher. Lul. So ist gut. Und von da aus könnt ihr dann ebenfalls einmal hier rein. Sehr gut. So als kleinen extra Weg, weißt du. Dann machen wir hier nochmal ein paar Statuen dazu. Da oben. Waren die innen oder außen? Außen. Ich dachte mir schon, dass du falsch rum bist. Setzen wir ganz dran. Alle um eins rüber. Warum? Damit wir die auch eins rüber setzen können. Aber dazwischen noch einen Platz frei haben. So ist gut. Sehr schön. Das Ganze wird dann einmal umringt von einer weiteren Hecke. Weil es für die Handwerker, finde ich, eins der schönsten Elemente ist. So, dann kommt hier nochmal eine Ecke rein. Das
Das geht da oben nicht, lol. Es ist belastend. Aber egal. Machen wir einfach ein Ende rein. Muss ja eh nicht immer gleich sein. Sehr gut. Dazwischen kommen noch mal ein paar Pizzabänke. Bisschen zufällig. Ach ja, lol, stimmt, die gibt's ja auch noch. Ey, ohne Witz, die habe ich komplett vergessen, dass die existent sind. Dass es sowas überhaupt gibt, habe ich voll verpeilt. Das gibt's hier jetzt aber nicht, oder? Ja, hier gibt's natürlich die Ubisoft-Club-Dinger, klar. Ah, lol, stimmt ja. Landwirtschaftliche Ornamente. Ja, lol, da habe ich ja voll nicht über nachgedacht. Gibt es industrielle Ornamente, die wir hier nutzen können? Lol, da kann man sogar dann durchgehen. Da gibt es wirklich eine richtige Brücke, die sogar funktioniert. Das finde ich geil, wenn Deko auch funktioniert. Und nicht nur Deko ist. Ja, war ein Schock, bla bla. Habe uns nicht voll. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Die setzen wir noch da oben hin. Lass mal kurz überlegen. Irgendwas habe ich bestimmt noch, was ich setzen kann. Ja, die sind ein bisschen groß. Ja, so ein paar Blumenbeete. So. Bisschen durcheinander hier alles bringen. So. Hier kommt noch eine Tränke hin. Da oben auch. Ein Brunnen kommt hier mittig rein. Einfach weil es geht. Da kommen noch ein paar Gebüsche rein. So, ist gut. Und den Rest machen wir voll mit einer schönen Baumallee hier. Da unten auch. Aber da habe ich schon. Okay. Was ist da drin? Nee. Da setzen wir Bäume rein. So. Passt. Gras. Ich kann Gras setzen als Ornament. Lol. Ist ja witzig. Das sind Sachen nämlich alle nicht auf dem Schirm, weil es halt so viele Sachen sind, die wir haben. Arbeiter das hinten. Ist besser kein Schwindel. Ein paar Ulmen. Und große Bäume. Laubbäume. Die guten Laubbäume. Und damit sind die Handwerker. Na, sind nicht fertig. Warte. Hier, das wird natürlich ein bisschen edler. Da gehen wir jetzt hier hin. Weil hier reden wir jetzt von etwas teurerem. Was, unser Schlachtschiff versenkt? Erzähl keinen Scheiß. Das wüsste ich aber, glaub mir. Da kommen die hin. Und mittig machen wir... Was machen wir denn mittig rein? Hier würden sich schon fast solche Statuen anbieten eigentlich, ne? Das tun die auch. Setzen wir hier zwei Reiterstatuen hin. Ja, nice. Das ist nice. Hier hinten natürlich auch, ne? Weil wenn schon, muss es auch gespiegelt sein. Dann machen wir hier Zaunende an Ende. Da, so. Sehr gut. Ne, Zypressen glaube ich nicht. So eine große Zypresse. So, dann haben wir unsere Varietés ein bisschen aufgehübscht.
Jetzt ist unser Handwerkerblock fertig. Das sieht doch schick aus. Da bin ich, ehrlich gesagt, ziemlich zufrieden mit. Gefällt mir. Auch so dieser kleine Parkweg. Nur mal so als Beispiel, ja? Diese Kleinigkeiten hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Oh Gott, was jetzt im Lenken? Die erst nicht so spannend aussehen. Oh, was ist mit dir denn los? Ich hatte immer gedacht, ich müsste eines Tages den Blumenladen übernehmen. Aber dann habe ich TNT entdeckt. Ich habe schon einiges davon verbraucht. Okay. Gott, okay, die First Person lenkt ein bisschen. Aber auch so Kleinigkeiten hier, weißt du, die können echt schick sein, tatsächlich. Weißt du? Ja, das finde ich halt mega geil, wenn man hier runter guckt, ne? Das ist halt mega schön. Krasser Scheiß. Aber lassen wir jetzt hier reingehen zu so einem Varieté oder so. Ja, nur so als Beispiel. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich kann Regen beschwören. Wenn die Getreidebauern mir ihren Segen geben, zeige ich dir, wie das geht. Weißt du, wenn wir hier so hingehen und uns mal angucken, wie das mit dir hier den Statuen ist. Dazu gehen wir jetzt mal hier um die Ecke. Okay, erst mit den Zaun sieht hier vielleicht ein bisschen komisch aus, aber kann man ruhig machen. Okay, der Zaun ist vielleicht ein bisschen Overkill. Dann nehmen wir vielleicht dann doch was anderes. Nicht unbedingt einen Zaun, weil Zaun ist dafür zu klein. Also ist das Gebiet zu klein. Vielleicht doch lieber eine Hecke. Hier auch. Das ist mich vielleicht ein bisschen übertrieben. Ah ja, natürlich werden die Dinger da stehen, klar. So, Heckenende. Weil ich glaube, die passen besser zu dem Style hier. Oder? Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, tatsächlich. Wenn wir da rangehen. Ja, danke. Das war nicht da, wo ich hin wollte, aber ist okay. Ja, doch, eine Hecke passt hier doch besser hin. Zum restlichen Ambiente. Ja, der Zaun war hier ein bisschen zu overkill. Tatsächlich finde ich diese Zypressen auch nicht schön. Ich finde Zypressen echt immer ziemlich hässlich. Weil die halt so kleine Mini-Stände da einfach aussehen. Keine Ahnung. Also, ziemlich langweilig, finde ich. Zu basic. Wenn wir so eine Zitterpappel nehmen, ist die viel geiler, weil die halt mächtiger ist. Weißt du, wenn wir jetzt hingehen gucken? Das wirkt einfach größer und stärker und sowas. Das ist schon geiler.